Was heißt Schaden? Ich erkläre das mal kurz und dann, das zeigt uns auch, dass der Hadith oder die Hadith-Kritik nicht einfach nur darauf basiert, dass man sich den Sanad betrachtet und wenn da alles stimmig scheint, wird das abgestempelt mit grün. So ist das nicht. Die Hadith-Kritik begnügt sich nicht nur damit, den offensichtlichen Sanad zu kontrollieren. Kann es sein, sind die einzelnen Tradenten verlässlich? Haben sie sich alle begegnet? Und wenn das dann der Fall ist, dann wird gesagt, sahih. So ist das nicht. Die eine Bedingung des Al-Hadith sahih ist, wa salamatuhu min ash-shudud, dass der Hadith frei vom Shudud ist. Und das bedeutet, dass wir haben meistens einen Hadith, der wird von verschiedenen Personen tradiert, sag? In jeder Generation. Stell dir mal das so vor, wir haben hier ganz oben den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, tamam? Und dann kommen, stell dir vor, zieh mal so zwei Striche, dann haben wir zwei Gefährten des Propheten. Und dann haben wir in unter jedem Gefährten nochmal vier oder fünf Personen. Und unter diesen fünf haben wir dann nochmal eine Anzahl. Am Ende hast du einen und denselben Hadith in 10, 15, 20, 100 Varianten. Tamam? So. Nehmen wir mal an, all diese Tradenten, die wir hier haben, sind verlässlich. Thiqat. Tamam? Aber einer von ihnen hat, also in diesen 20, 50, 100, egal wie viel Versionen wir haben, einer von ihnen hat in dem Hadith ein Wortlaut erwähnt. Ein Wortlaut nicht nur synonym oder so ausgetauscht, sondern ein Wortlaut, das auch zu einer gewissen Urteilserweiterung führt oder Verkürzung führt. Alle anderen haben das ausgelassen. Tamam? Dann haben wir hier die Überlieferung von mehreren verlässlichen Personen und die Überlieferung einer verlässlichen Person, die dieses Wort hinzugefügt hat, das alle anderen ausgelassen haben. Aber der entscheidende Punkt ist, alle sind eigentlich verlässliche Tradenten. Das nennt man Schal. Diese Überlieferung, die der eine vereinzelt überliefert, das nennt man Schad, oder das ist eine Form des Ash-Shuzud. Und diese Riwaya ist nicht akzeptabel. Tamam?